Dann bräuchte ich noch Eric. Eric, bist du gekräftigt? Nein. Macht nichts. Rosa Tornado. Wonderful. Die kommen ja nicht nur hier, aber ich würde es schon ganz gerne hier erledigen, weil dann können wir nämlich am Lagerfeuer direkt den Zunderstab, den Stab herstellen. Das wäre schon geil. Auch nochmal 4, sehr schön. Mensch, dass das als seltenes Item aufgeführt ist, ganz ehrlich. Aber klar. Und rauf da! Au. Ja, da wird die Laterne kurz mal zu einer Hand. Schon interessant. Jo. Und da sind alle down. Did I do all right? Nee, nee. Lava-Klumpen ist nicht so geil. Also ihr seht reine Feuer-Items. Ich wollte schon ganz gerne den Zweig ergattern. Aber dafür brauchen wir Eric gekräftigt. Joink. Ah, einmal Unterstützung. Okay, ein Schlickschrei... Sprachzentrum muss neu gestartet werden. Hat einen schwerwiegenden Fehler festgestellt. Vielen Dank auch. Nein, das war keine außerirdische Sprache. Lars erreicht Stufe 55. Jawohl. Auch das ist sehr schön. Das reicht tatsächlich auch, um Zack zu holen. Bodo lernt eine neue Koop-Kraft, die mit Lars Hilfe genutzt werden kann. Schattensturm. Bodo muss gekräftigt sein. Blitzbeil. Hendrik lernt eine neue Koop-Kraft, die mit Lars Hilfe genutzt werden kann. Blitzbeil. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Wunderbar. Sehr schön. Mensch, wir kommen ja richtig gut voran hier. Neue Koop-Kräfte. Läuft bei uns. Na, können wir da hochjoppeln? Ja, können wir. Ein heißen Stein, ja. Das ist wie ein heißer Stein auf dem Brett, du. Vergesst, was ich gesagt habe. Ach, Hendrik will... Hendrik sag ich. Jetzt fange ich echt schon an, zu ihm Hendrik zu sagen. Ja, die können die Feuerresistenz senken. Das ist nicht lustig. Wir wirken dem mal entgegen. So. Das ist nämlich ganz, ganz böse sonst. Das Interessante ist, dass die Lämplinge und die... Die Lämplinge vor allen Dingen. Die Lämplinge und die Schlickschleime sich immer gegenseitig rufen. Also oftmals. Nicht immer, aber oftmals. Boah. 20, 30 Punkte, das geht ja noch. Hält sich noch im Rahmen. Komm, mach ihn nieder. Jo, Eric, alles klar. Haut noch einen Volltreffer nebenbei raus. Eric muss erstmal ein bisschen kämpfen. Keine Sorge, wir gehen gleich noch nach unten. Aber ich würde schon gerne den zweiten Zunderzweig noch kriegen. Für den Zauberstab von Serena. Weil der hat ja schon gewisse Kräfte, ne? Deswegen wäre das schon ganz gut, wenn wir den kriegen für sie. Damit unsere kleine Heilerin noch etwas besser heilen kann. Und auch kämpfen kann. Okay. 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 Take this, this. Ja, gibt noch mal ein paar Magiepunkte, ne? Did I do all right? Ich wäre fast in den Giganten reingelaufen. Komisch, dass es jetzt nur je einer kommt. Sehr merkwürdig. Komm schon, Eric. Werde gekräftig. Und immer auf Jade. Was hat sie euch getan? So. Frechheit. Immer auf Jade. Böse. War klar? Auch das war klar. Und Eric ist immer noch nicht gekräftigt. Hm. Ja, begieß mich auch noch mit Öl. Danke. Habt ihr es übrigens gesehen?
Ihre Magiepunkte haben sich verdoppelt. Passiert, glaube ich, auch nur, wenn sie Stufe 3 hat bei ihrer Schleife. Also ihr merkt, es lohnt sich, die Schleife zu verbessern. Es lohnt sich wirklich. Ah, 3 von denen. Das ist schon besser. Tut mir jetzt leid, dass ich mich gerade so sehr in den Kampf gegen die stürze. Aber ich habe nur mal die Hoffnung, dass wir einen zweiten Zunderzweig kriegen. Aber ich werde gleich mal nach unten gehen. Keine Sorge. Geht gleich weiter, meine Damen und Herren. Liebe Freunde des Gamings, nicht? Ah, Serena ist gekräftigt. Kann aber mit niemandem kooperieren. Ja, ihr einziger Koop-Partner ist ja nicht mehr da. Leider. Well, that was easy. Wobei ich sagen muss, nichts gegen Veronica natürlich, aber ich muss sagen, die Serena, die die Kräfte von Veronica hat, gefällt mir mit Abstand am besten. Muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich akzeptiere sie auch so, keine Frage. Aber so gefällt sie mir noch besser. Ist natürlich schade um Veronica, ganz klar. Ne? Also, ich war auch echt niedergeschlagen. So ist es nicht. Mhm. Einen Kampf machen wir dann auch noch. Dann gehen wir nach Onsen erstmal. Ah, perfekt. Jetzt können wir nach Onsen gehen. Jetzt können wir nach Onsen. Auf geht's, Freunde. Nach Onsen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist lange her. Ich verstehe nicht. Ein Schmiedefeuer im Berg, das ist nicht die Zeit. Ein Untier geht rum. Besucht Miko im Tempel. Informiert euch dort. Verstehe. Ja, die sind hier Freunde der knappen Worte. Mit wenigen Worten viel sagen. Kann auch nicht jeder. Ich zum Beispiel nicht. Ja. Ich brauche ein paar mehr Worte. Die Truhe habe ich doch geöffnet, ne? Ja. Der Deckel ist offen. Boah, wir waren so lange nicht mehr in Onsen. Wisst ihr, wie lange das her ist? Wirklich sehr lange. Aber warte mal. Es ist wirklich sehr, sehr lange her, dass wir zuletzt hier waren. Wirklich lange her. Mhm. Mal sehen, ob es hier Waffen gibt. Das Monster gewinnt. Mein Warenbestand schwindet. Der Fluss trocknet aus. Okay. Können wir also knicken. Danke. Aber die Quest ist verfügbar. Ich bin den weiten Weg aus Heliodor hierher gekommen, um das hiesige Wasser und seine vermeintliche faltenmindernde Wirkung zu genießen. Doch das ganze Erlebnis lässt mich bisher wortwörtlich kalt. Um mich 20 Jahre jünger aussehen zu lassen, wird es dichte, heiße Dampfwolken brauchen. Dieses erbärmliche, lauwarme Trauerspiel von einer Sauna hilft mir da überhaupt nicht weiter. Ich habe mit dem Betreiber dieses Bades gesprochen und wie es scheint, wurde früher zum Beheizen des Wassers eine Substanz namens feuriger Schwefel benutzt, die nun wohl sehr schwer zu beschaffen ist. Ihr scheint mir ein netter, hilfsbereiter junger Mann zu sein. Etwas am Glanz eures Haars erfüllt mich instinktiv mit großem Vertrauen. Sagt, ihr werdet nicht zufällig bereit, mir einen enormen Gefallen zu tun und etwas von diesem feurigen Schwefel für mich zu besorgen? Die Dame möchte, dass du etwas feurigen Schwefel beschaffst, um ihr zu helfen, das heiße Bad noch heißer zu machen. Dafür gibt's Glitschgel. Hoho, ich wusste doch gleich, dass ihr ein anständiger junger Mann seid, der einer Dame in Not keine Bitte verwehren würde. Ich würde dir auch helfen, wenn du ein Typ bist. Nun, diese schweflige Substanz lässt sich allen Anschein nach nur gewinnen, indem man ein Monster namens Lava Lampling, haben wir schon gesehen, besiegt. Dem Besitzer dieses lauwarmen Bades zufolge findet man diese Kreatur namens Oshiyama. Genaueres konnte er mir dazu auch nicht sagen. Aber also werdet ihr euch wohl dort wohl etwas umsehen müssen. Dann vertrödelt jetzt bitte keine Zeit. Findet den feurigen Schwefel, damit wir das Wasser hier zum Brodeln bringen und diesen Wunderdampf erzeugen können, der meine Falken glätten wird, wenn das ein einziges Problem ist. Nimmt die Mission, manche mögen es heißer an.
erstmal plaudern. Now then, laddie. Ich hatte gehofft, dass wir die Gelegenheit erhalten würden, Onsen zu besuchen und ein heißes Bad zu nehmen. Aber irgendwas scheint hier nicht so ganz zu stimmen, oder, Junge? Tja, da können wir wohl kaum ignorieren. Fragen wir ein paar Einheimische und finden wir heraus, was los ist. I don't get it. Kommt mir das nur so vor, oder sind die Leute hier nicht so freundlich wie sonst immer? Are you alright? Veronica und ich kamen hierher, bevor wir euch getroffen haben, aber der Weg zum Oshiyama war versperrt. Ich weiß noch, dass ich ihn unbedingt sehen wollte. Tja, jetzt habe ich wohl die Gelegenheit dazu. Finden wir heraus, welche Geheimnisse uns im Vulkan erwarten. You wish to speak with me. Wie ich hörte, hast du damals, als ich dich verfolgt habe, hier Zuflucht gefunden, nachdem du mir in Heliodor entkommen warst. Wenn ich daran denke, wie loyal ich damals die Befehle des Königs ausgeführt habe, erfüllt es mich mit Scham. Ich kannte sein wahres Wesen nicht und deines auch nicht. Mir scheint, wird die Welt seit Yggdrasils Sturz von allen möglichen Monstern geplagt. Den Gesichtern der Leute hier nach zu urteilen, geht etwas Schlimmes vor sich. Ist es möglich, dass sie vielleicht auch Probleme mit Monstern haben? Möglich? Let's have a nice little chat. Wie war das alles nochmal? Du hast die Zwillinge hier getroffen, als du noch auf der Flucht vor den Truppen aus Heliodor warst. Dann kamst du nach Gallopolis, hast mich getroffen und der Rest ist Geschichte. Ah, mir ist, als wäre es erst gestern gewesen. So ganz verkehrt ist es nicht. Ganz verkehrt nicht. Es ist ein paar Tage mehr her, aber nicht so viel weiter. Gut, wenn ihr das hier seht, dann schon ein paar Tage, Wochen, Monate. Zum Glück nicht Jahre. Das wäre echt ein bisschen zu krass. Aber Monate definitiv. Denn wenn ihr das hier seht, haben wir Ende Juni. Ende Juni. Also Hochsommer. Höchstwahrscheinlich. Tja, Freunde, so ist das. Während ich hier noch im Frühling sitze, habt ihr schon Hochsommer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Echt. Ja. Ich suchte dieses Spiel. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Das hat sich recht schnell gemausert, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe einmal davon ein Let's Play gesehen und ich war so davon angetan, dass ich mir das dann auch geholt habe für PC. Das weiß ich noch. Also dieses hier, diese Version, die ihr jetzt hier seht, nicht die S-Version, die gab es nämlich damals noch gar nicht. Die war auch, glaube ich, damals noch gar nicht großartig angekündigt für PC. Und, ja. Wie gesagt, nur habe ich das damals nicht angespielt. Ich wollte einfach nicht. Ich habe es erst dann angespielt. War das nach dem Event, dass damals so derart in die Hose ging? Ja, das war nach dem Event. Nachdem das so in die Hose ging, habe ich dann gedacht, so, ich wollte das Spiel schon lange mal spielen, also spielst du es. Dann habe ich es einmal gespielt, durchgespielt wohlgemerkt, dann zweimal, dann dreimal und den Rest kennt ihr. Ja, und dann kam die S-Version raus und dann habe ich die einmal gezockt und jetzt zocke ich mit euch das vierte Mal dieses Spiel. Unhappy Tidings. The one assailed by the fiend sleeps still like the bear. Fair Mistress Miko, the rite cannot be performed with the beast abroad. Silence, whining car! A monk spirit is equal to any monster! This accursed wound. Till it heals, I am helpless. The right left undone. Oh, I sure wouldn't want to get on the wrong side of her. Nee, nicht wirklich. Oh, but we have guests. Forgive the storm of my rage. My shame knows no bounds. The wind blew you here. Surely it was not by chance. Will you hear my tale? Diese Strähne erinnert mich stark an einen Charakter aus Naruto. The Angry Mountain. A rite must be performed there, lest fire consume us. But disaster looms. A monk was sent to pray, yet a beast blocked his path. The fiend loomed, monstrous. Fierce of fang and sharp of claw. He ran for his life.
I longed to hunt it. But I faced another foe and suffered this wound. A great fire dragon, Tatsunaga the Terror. Now he is no more. Forgive my boldness, but the beast blocks our lifeline. Slay it in my stead. Yup. I greet your kind words, as the steppe in high summer greets the falling rain. Head first to the west. You will find a mountain path. There the monster waits. Oh, guiding spirit, guardian of rock and flame, protect these brave souls. Und die Haare, die sie hinten hat, erinnert mich auch an einen Charakter aus Naruto. Ja, die Strähne vorne erinnert mich an Yamanaka, Entschuldigung. Und die Haare, die sie hinten hat, genau in der Form, erinnert mich an einen männlichen Charakter. Neji Hyuga. Vom Hyuga-Clan. Ja. Falls ihr euch nicht wisst, wer die beiden Charaktere sind, ich habe in der Vergangenheit durchaus Naruto Let's Played, ein paar Naruto-Spiele. Ihr könnt also gerne nachprüfen, wer diese beiden Charaktere sind. Müsst ihr nur ein bisschen auf meinem Kanal stöbern, dann werdet ihr es finden. Ich habe die unter der Sparte sonstige Genre drin. Da findet ihr das. Alle 5 Teile dürften dann schon da sein. Also der 5. Teil dürfte dann auch schon fertig sein. So, wir werden aber noch nicht zum Oshiyama gehen. Nein, Freunde. Wir schmieden erst einmal Serena ihren neuen Zauberstab. Sorry. Und hoffen, dass der sehr gut wird. Mindestens sehr gut. Am besten wäre natürlich hervorragend, aber das klappt nun mal nicht immer. Ist nun mal leider so. Und einmal plaudern, bitte. Yes. Wohin wir auch gehen, überall finden wir Menschen, die von furchterregenden Monstern heimgesucht werden. Wir sollten schleunigst zu den Bergpfad gehen, nachdem das Monster gesichtet wurde. Es darf die Menschen von uns nicht länger bedrohen. I don't get it. Lass uns herausfinden, was es mit diesem Monster auf sich hat. Eric, du wirkst so ein bisschen nachdenklich. Als wir von Yggdrasils Sturz hier waren, hat man uns von einem Helden namens Ryo erzählt, der einen menschenfressenden Drachen besiegte und dabei getötet wurde. Und nun erfahren wir, dass dieser Ryo Mikos einziger Sohn war. Sie ist ganz offensichtlich eine sehr starke Frau. Sie hat einen furchtbaren Verlust erlitten und stellt sich trotzdem noch in den Dienst ihrer Mitmenschen. Listen up, laddie. Ich weiß noch, wie die kleine Veronica mir vor Yggdrasils Sturz erzählt hat, dass sie hier in Onsen von Monstern entführt wurde. Und wie mir scheint, müssen sich die Hiesigen hier schon mit einem neuen Monster rumschlagen. Ah, manche Leute haben das Pech wirklich gepachtet, was? I don't know if I've mentioned it before, but... Miko betet nicht einfach nur den ganzen Tag. Sie ist bereit, zum Schutz ihrer Mitmenschen gegen Drachen zu kämpfen. Sie wirkt aber auch nicht gerade wie ein sanfter Wind, sag ich mal so. Wenn sie nicht verletzt wäre, würde sie jetzt da draußen kämpfen. Ich kann mir gut vorstellen, wie frustrierend das für sie sein muss. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie einen ähnlichen Kampfstil hat wie Jade. Wenn sie einen hat. Aber ich denke mal, sie hat einen. Die arme Miko bürdet sich viel zu viel auf. Sie sollte nicht versuchen, ihre Mitmenschen ganz allein zu beschützen. Wir sollten ihr unter die Arme greifen, so gut wir können, mein Lieber. Jeder braucht mal etwas Hilfe, ganz besonders seit die Welt in diesem Zustand ist. Da hast du recht. Mein lieber Rionaldo. Gegenstände schmieden. Ich nutze dieses Menü total selten. Ich gehe immer selber hin. Ich weiß nicht, warum ich mir das so umständlich mache. 2 Punkte. Lars erlernt den neuen Geniestreich. Hephaistos Flamme. Geil. Du hast Hephaistos Flamme erlernt. Eine besondere Geniestreich genannte Schmiedetechnik. Hin und wieder kann es beim Schmieden passieren, dass dich die Inspiration wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft und dir die Kraft gibt, diese unglaublichen Fähigkeiten einzusetzen. Allerdings nur einmal pro Schmiedevorgang. Nachdem du die Fähigkeit aktiviert hast, verrät dir eine Nachricht, dass du zu großem bereit bist. Jeder Schlag oder jede Finesse, lässt die Anzeigen dann in die Höhe schießen, bis sie den perfekten Punkt erreicht haben. Doch Vorsicht,
Der Effekt hält nur eine Runde an, also vergeude ihn nicht darauf, die Temperatur zu erhöhen oder etwas anderes zu tun, was keine Schmiedeschläge oder Finesse beinhaltet. Danke für den Hinweis. Waffen. Zauberstäbe. Genau, den wollen wir haben. Es reicht auch gerade so. Alter. Gerade so reicht es. Uiuiui, was ist denn da los? Also mit anderen Worten, wenn wir Hephaistos Flamme aktivieren, ist jeder Schlag, den wir treffen, kritisch. Also ein Volltreffer quasi. So wie das jetzt gerade. Wenn ihr so wollt. Ich glaube, wir brauchen hier nochmal einen dreifachen Schlag. So. Uiuiui. Vorsichtig. Ja. Okay. Okay, sehr gut. Okay. Sehr gut. Ja, das ist immerhin. Sehr gut ist gut. Plus 2 ist gut. Besser als plus 1. Kann ich mitleben. Stellt ein Feuerdrachtstab plus 2 her. 8 Perfektionistenperlen gibt's dafür. So, Serena, meine Liebe. Dein Schmetterlingsstock wird jetzt weichen. Gegen den Feuerdrachenstab, der sämtliche Werte von ihr in die Höhe treibt. Und dein Schmetterlingsstock geht in die andere Hand über. Den werden wir übrigens nochmal verbessern. Den Schmetterlingsstock. Der ist nämlich nicht verbessert. Es ist ein Skandal, dass der nicht verbessert ist. Pam kostet das. Puh. Übrigens, ein Phänomen, das wir hier noch nicht hatten. Das ist aber nur in diesem Spiel so. In der S-Version ist es nicht mehr so. Wenn wir nämlich frisch laden, ist die Schmiede anfangen nämlich nicht zu gebrauchen. Dann ist sie nämlich noch nicht richtig in Betrieb. Ich weiß nicht, warum sie es so gemacht haben, aber es ist so. Ziemlich gut. Ziemlich gut ist der kleine Bruder von Scheiße. Schon besser. Schon besser. Immerhin. Der Schmetterlingsstock aus dem Besitz von Serena wurde zu einem Schmetterlingsstock plus 2 umgearbeitet. Ja, damit ist sie jetzt ausgerüstet. So, und dann pennen wir nochmal bis zum nächsten Tag. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Oshiyama. Aber gleich wird erstmal gespeichert, Freunde. Wir haben 2 Stunden und haben schon einiges erreicht heute. Meine Güte. Also wie gesagt, wir werden heute definitiv die Festung erreichen. Da wir ja heute 4 Stunden aufnehmen, das ist gerade mal die Hälfte, Freunde. Also wir werden heute wirklich die Festung erreichen. Ja, da erwarten uns auch noch so ein paar Herausforderungen, ne? Wird nicht einfach. So viel ist sicher. Und um Rafa werde ich mich offscreen kümmern, wie gesagt. Zwischen der Aufnahme heute und der Aufnahme morgen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Falls nicht, ich hoffe, dass sie im 3. Kapitel verfügbar ist. Dann versuch ich es da weiter. Offscreen. Ansonsten ist es halt so. Ich wollte die Mission eigentlich eh nicht mitnehmen. Weil, naja. Grrr! Get out of here! Go on! Go away! Go away, or I will eat you! The beast is upon us. Stand fast. I am the spirit of the mountain, and I have very, very sharp claws. If you do not want to be torn to pieces, you had better get out of here! We're going nowhere. Not until you promise to stop bullying innocent monks and let the villagers climb the mountain. Huh? Was it something I said? Shouldn't they be running away? What are we going to do?
Shut up, idiot! They will hear us! How are we going to scare them away if you keep jabbering? Ow! Yeah. This is all your fault, Apsico. Now we are in trouble. Shut up, Ecto. If you had not fallen over, we would never have ended up in this mess. So much for our big scary monster. It's just a couple of little ones. You surprised us, darlings. Foolish children. What possessed you to risk your lives with such recklessness? No, we never meant it. We have done no wrong. Miko's right has to be stopped. A tragedy looms. Yes, yes! You have to listen to my brother. Miko wants to do a horrible thing and we have to stop her. Seems these bairns have got a bee in their bonnet about something. We'd better get to the bottom of this. Sehe ich auch so, Opa. You will hear us out. Other grown-ups ignore us, as mountains do rain. Do you really think they will? Is someone finally going to listen to us? I think so. And they seem very strong. With them on our side, people are sure to listen. We have a hideout. A den, like a fox's home. We will meet you there. Hurry, hurry! Süß, die beiden. Also ich mag die beiden. Süß. Also Rinaldo scheint echt ein Kinderlieber zu sein. Finde ich echt toll. Der scheint Kinder echt zu mögen. Und Hendrik, ey. Immer streng mit den Kleinen. Mann. So, da ist die Tür. Hooray! You are... Thank you for coming. We have been awaiting you. As seeds await spring. These people, my son. The travelers you spoke of? Light in the darkness? Yes, mother. They came. The ones who did not treat us as horses treat flies. You said you were trying to stop the rite. Why would you wish to do so? The rite is sacred, or so we have long been taught. But this is just wrong. To appease the gods, a sacrifice will be made. Our own dear mother. Human sacrifice? Oh my! This rite is just not right. Miko gathered us. She made a grave pronouncement. A great shadow fell. In happier times, we offered up fruit, silk, corn. But those days are gone. Without sacrifice, living flame will consume us. The volcanoes rage. The Lord of Shadows has got a lot to answer for. I was selected. A gift for the volcano. A live offering. But why me? Why now? It was the mountain that chose. Or so Miko said. Mother gave us life. So we had to fight for hers. It is our duty. A noble cause indeed. I see now why you did what you did. For the whole tree's sake. One leaf falls into the flames. Perhaps I should go. No, do not say that! You know your sacrifice is just an excuse. A few short days passed. Our mother saw Miko go,
where she should not be. Miko learned of this. She now wants the truth buried. A mother also. She hides a secret, up there on the mountainside. Why else would she go? It certainly sounds like something fishy's afoot. Maybe the lad is right. It can't hurt to take a look, at least. Good. You will take us there. This is music to our ears, as sweet as birdsong. Beyond this ladder, a path leads into darkness. The volcano's heart. Das feurige Herz. Na, dann wollen wir mal ein neues Gebiet, Freunde. Dann wollen wir mal gehen, ne? Und die Musik ist die gleiche wie die von Erics und Midas Unterkunft. Ja, ist die gleiche Mucke. Ist genau die gleiche. So, jetzt wird erstmal hier gekämpft. 5 von ihnen. Das ist eine gewisse Anzahl, ja? Eric! Dich brauchen wir gar nicht mehr. Erstmal. Hendrik wird wieder übernehmen. Hackschrauber! Eieieiei. Autsch. Hymne des Feuers. Sehr schön. Au. Femme fatale. Das hat gereicht. Hat gesessen. Well, that was easy. Oh, gleich 2 Zunderzweige. Danke. So ein Glück. Lars findet einen Brocken feuriger Schwefel. Steckt ihn dankbar in seine Tasche. Du hast etwas feurigen Schwefel erhalten. Bring ihn der Frau, die in der Nähe des Bades in Onsen auf dich wartet. Nein. Noch nicht. Erst die Story und ein paar Kämpfe. Ja, wir werden auch kämpfen hier. Habe ich früher übrigens des Öfteren gerne als Trainingsort benutzt. Weil die Lamplinge nämlich sehr gute Punkte geben. Bevor ich die Festung das erste Mal betreten hatte. 2 sind schon mal down. Sehr gut. Okay, jetzt sind 3 down. Eieieiei. Was ist aber los hier? Und das war der 4. We win again. So sieht's aus, mein Schatz. So sieht's aus. Ah, den kennen wir doch. Der gute alte Hetzerdrache, der ist auch hier. Der treibt sich hier auch rum. Ja, Feuer mit Feuer macht wenig Sinn, oder? Feenfreund. Machen wir mal. Das war recht sinnlos, aber ihr bekommt ihr das mal zu Gesicht. Ja. Das ist quasi der Ersatz für Antiquias Segen. Wenn ihr so wollt. Schöne Dreierfähigkeit. Und sehr machtvoll, wie man gesehen hat. Quadrahieb. All is well that ends well. Habt ihr das nämlich mal gesehen? Ist jetzt natürlich ein bisschen sinnlos gewesen, klar, keine Frage. Aber wird bestimmt noch nützliche Zeiten bekommen. So ist es nicht. Hoffe ich zumindest mal. Hackschrauber! Jade, meine Liebe, einmal rosa Tornado.